Hallo und herzlich willkommen zum 60. Part von Let's Play Mass Effect. Wir nähern uns dem Let's Play Episoden-Rekord. Hier ist euer Oliver 3911. Ja, mein nächstes Let's Play war ja bisher 68 Parts lang und mit Mass Effect haben wir gute Chancen, diesen Episodenrekord zu brechen. Ja, das war Assassin's Creed 1. Wer es noch nicht kennt, kann ruhig mal bei mir reinschauen. Gutes Spiel, auch wenn es ein bisschen öde ist. Ja, und den Längenrekord, den haben wir, glaube ich, schon gebrochen, schon seit langem. Also von der Länge her. Den haben wir schon lange. So, ich gucke jetzt nochmal ganz schnell ins Tagebuch, das ist schon wieder in 2 Tage her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Und von daher, wir haben noch die Nebenmission Ritas Schwester und die Signalortung. Und ja, komm, machen wir noch ein bisschen. Wir versuchen es mal kurz zu machen. Erstmal, was ist das für ein Typ? Treffen Sie mich an der Citadel Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Wer ist Jenna? Nein, ich habe da keine Fragen drüber. Von daher, ich muss erstmal das Fenster zumachen. Hier ist mir ein bisschen zu hell in meinem Haus. Das geht ja gar nicht. Jenna? Was haben Sie eben gesagt? Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge, denken Sie könnten sich alles erlauben. Ein seltsamer Typ. Worum zum Teufel ging es denn da? Das sollten wir lieber herausfinden. Und noch eine Nebenmission mehr. Ja, ich mache die ja so gerne. Ritas Schwester. Ach so, das hat was mit Ritas Schwester zu tun. Na, dann habe ich da nichts gegen. Mit Celkick sprechen. Celkick hat sie in Koras Nest angetroffen. Wenn sie Jenna helfen wollen, sollen sie ihn zu der C-Sicherheitsakademie kommen. C-Sicherheitsakademie, da wollte ich sowieso hin. Von daher, ich habe nämlich mal kurz gegoogelt, wo dieses komische Signal sein soll, hier aus dem die Dasli. Und das soll irgendwo da in der Nähe sein. Von daher nehme ich das gerne. Das ist ein Shop. So, das sind die unteren Märkte. Ja, richtig. Und, ich glaube, ich muss sogar zur C-Sicherheitsakademie, wenn ich mich recht erinnere. Von daher, mal gucken. Präsidium Bezirke ist das, glaube ich, ne? Flux, medizinische C-Sicherheitsdienst. Da fliege ich mich jetzt einfach mal hin. Da porte ich mich jetzt mal instant hin. Und eigentlich habe ich ja versprochen, dass ich in diesem Part mit der Story weitermache, ne? Aber ich habe Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir wollen noch den Episodenrekord brechen von 68 Parts. Zeitlich haben wir den übrigens schon gebrochen. Ich glaube nämlich, mein nächstes Let's Play, sprich Assassin's Creed 1, war... wie lang war denn das? Ich habe vorhin nachgeguckt, so 17, 18 Stunden lang. Und jetzt sind wir doch schon laut Spielzeit bei um die 20 Stunden. Ne, 18 Stunden. Ja, auf jeden Fall nähern wir uns. Doch, die Let's Play-Spielzeit, also das Spiel an sich, sind wir erst 17 Stunden oder sowas, aber aufgenommen habe ich schon 20 Stunden. Von daher, da ist ein Ausrufezeichen. Aber hier sollte irgendwo das Signal in der Nähe sein, habe ich jedenfalls in diesem YouTube-Video gesehen. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Ansonsten lasse ich das mit dem Signalorten sein. Vielleicht ist das ja auch hier in der Ecke. Ich bin Detective Chell. Kommen Sie mit in mein Büro. Ich würde das gerne unter 4 Augen. Ja, Moment. Halt, stopp. Jetzt noch nicht. Es sollte doch irgendwo hier sein, oder habe ich mich getäuscht? Habe ich mich getäuscht beim Let's Play gucken? Das war kein Let's Play, das war ein YouTube-Video. Ja, dann habe ich mich wohl getäuscht. Egal, dann machen wir das. Ist egal, es ist eine Nebenmission, die bringt bloß ein paar Credits. Hey, Junge. Nichts für ungut, Commander, aber was haben Sie sich nur dabei gedacht? Was meint der Typ? Ich verstehe nicht. Sie hätten Jennas Deckung auffliegen lassen können. Wir haben versucht, ihr zu helfen. Dachte ich mir. Es mag kaltherzig erscheinen, Sie dem ganzen Risiko auszusetzen, aber wir behalten Sie genau im Auge. Aha. Müssen Sie für ein paar Informationen wirklich Ihr Leben riskieren? Dieser Job ist nicht leicht und oft unangenehm. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Aber da Sie sich solche Sorgen um Ihre Sicherheit machen, vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Schön zu sehen, dass Sie immer noch mit allen Tricks spielen, Chellick. Ja, Daumen hoch dafür, ne? Zum Job. Also, helfen Sie mir nun oder nicht? Hey, Daumen hoch. Sie sind schlau, Chellick. Finden Sie einen anderen Weg. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Sie ist nur Option A. In Ordnung. Okay, ich mach sie los. Hole sie sogar aus Koras Nest raus, ohne Gegenleistung. Aber mein Fall ist immer noch ungelöst. Wollen Sie mir nicht helfen? Was wollen noch mal? Wir haben Zeit. Wir wollen ja. Ich brauche mehr Details, dann helfe ich Ihnen. Ich bin hinter einem illegalen Waffenhersteller hier. Waffen? Ich will nur ein paar Produkte. Dank Jennas Informationen habe ich herausgefunden, dass es einen Verkäufer hier auf der Citadel gibt. Sie treffen unseren Mann, Jax mit Namen, holen die Mods und bringen sie her. Damit habe ich alles beisammen. Nur wenn er meint.
Dann machen wir das. Wo kann ich diesen Jax finden? Jax ist in den unteren Ebenen der Märkte. Ich gebe über unsere Wege durch, dass sie der Käufer sind. Viel Glück, Commander. Boah, da habe ich ja richtig fett Kohle gekriegt. Aber ich vermute mal, die werde ich wieder ausgeben müssen für das Gegenstand, was ich da kaufen soll. Waffenlieferung. Lieferung entgegennehmen. In untere Märkte, unteren Bezirken. Ja, okay, gut. Wenn er meint, dann machen wir das. Aber wo soll denn dieses Ding gewesen sein? Ich habe mir eingebildet, dass es hier gewesen sei. Nee, da oben brauche ich gar nicht gucken, da war es nicht. Eieiei, habe ich mich so in ein YouTube-Video verguckt? Man sieht immer ein paar Zivilisten vor der Akademie, die darauf warten, mit einem Offizier über dieses oder jenes Problem reden zu können. Es gibt immer Probleme auf der Welt, Garrus. Davon lebt die Welt. Und davon leben wir. Immerhin werden wir dafür bezahlt. Zum Beispiel mein Problem ist, dass es Leute gibt, die zu faul sind, Mass Effect zu spielen und sich dieses Let's Play angucken. Oder es gibt Leute, die dieses Let's Play angucken, die Mass Effect gespielt haben, aber gerne nochmal ein Video davon sehen wollen. Das sind so die Probleme auf der Welt. Ach, der Schalter war hier. Aber es gibt auch viele andere Probleme. Beispielsweise war bei uns zu Hause der Backofen für ein paar Wochen im Arsch. Und wisst ihr, was das heißt? Keine Tiefkühlpizza. Es ist so schlimm. Mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, ach, das ja. Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Was? Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Aha. Später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte. Fragt Saren, der kennt sich da aus, der hat da irgendwas gefunden, so ein Gegenmittel oder sowas. Warum glühen die Waffen eigentlich so rot? Die müssten grün glühen, das fände ich cooler. Dann würde heißen grün, ich bin einsatzbereit. Das wäre doch cool. Ja, sehr cool. Was ich übrigens noch sagen wollte, ist, hier dieses Spiel, das hat ja an sich schon wirklich schöne Nebenmissionen. Es ist, die Nebenmissionen hier machen schon Spaß, kann man ja mal so sagen. Ich meine, das ist ja der Punkt, sonst würde ich das ja überhaupt nicht mehr weiterspielen, wenn es mir keinen Spaß mehr machen würde hier. Offizier Long, Sicherheit, Akademie, ja, okay, ich bin richtig. Warum ich eigentlich nicht das Schnellreisesystem nutze, weiß ich nicht. Aber ich will ja nichts verpassen, ne? Man will ja nichts verpassen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, immer beim Schnellreisesystem, da verirre ich mich zu leicht. Wo soll denn dieses Signal herkommen? Wir sind doch schon wieder in der Nähe vom Flux und hier war doch nirgendwo ein Signal. Ach, scheiß drauf. Ich kann auf eine Nebenmission gar nicht gut verzichten. So, zu den unteren Märkten müssten wir, glaube ich, hier lang. Aber wenn nicht, komme ich auf der Zitadelle auch gut zurecht. Da finde ich mich mittlerweile ganz gut drin zurecht. So ein bisschen jedenfalls. Und ich habe, was ich auch mal sagen möchte, Mass Effect 3 ist ja jetzt draußen. Ich habe ein bisschen Game One geguckt. Die hatten dann nämlich so in eine Stunde mitgemacht. Eine Stunde mit? Ja, kann man so sagen. Und, also die spielen das jetzt durch und machen so knallhart durchgenommen, ne? Und, jetzt habe ich meinen Satz vergessen. Achso, und die hatten die PlayStation 3 Version von Mass Effect 3 gespielt und die hat ja geruckelt wie so ein Stück Stollenfisch. Ich weiß nicht, wie er ein Stück Stollenfisch ruckeln kann, aber es kann es. Das müsst ihr mir jetzt einfach mal so glauben. Und das ist ja schlimm, ne? Da sieht man wieder, dass selbst gute Spiele schlecht programmiert auf einer guten Hardware nichts bringen können. Und ich sage jetzt nichts mehr gegen die PlayStation 3. Ich habe jetzt meine eigene. So, ach, du bist der Typ, mit dem ich klatschen soll. Hey, Gunga, ich brauche Waffen. Stehen bleiben. Das ist nah genug, Soldat. Ich brauche Waffen. Haben Sie mein Geld? Ja, schon. Haben Sie die Mods? Zeig ihr die Waren. Sieht gut aus. Ist sie auch. Diese Mods sind die besten am Markt. Geben Sie mir jetzt meine Credits. Ja, nee, du bist verhaftet. Ich nehme sie fest. Das ist eine Falle. Wir wurden reingelegt. Ist richtig. Was zum Teufel haben Sie vor? Warte, nur Spaß. Sie haben mich gehört. Ach, ich kann den jetzt doofen lassen? Ach, nee, komm, ich bin ja ein Guter. Tut mir leid, Jax. Das ist Ihr Ende. Da drüben, dämliche Soldatenbraut. Ja, toll, auch noch die falsche Waffe. Oder auch die falsche Knöpfe. Hey, ich hab ein Level-Up. Und dafür hat sich die Sache doch schon gelohnt. Dafür hat sich die Scheiße doch schon gelohnt. Für ein Level-Up, ne? Wunderbar. So, gucken wir jetzt nochmal ganz schnell ins Tag. Oh, Alter. Hier, guck das an. Jede Mission, es blinkt gleich wieder alles. Lieferung zu Celtic bringen. Ja, machen wir gleich. Ausrüstung. Habe ich auch wieder was bekommen, oder was? Sturmgewehr. Aha. Das ist doch scheiße, ne? Ja, das ist scheiße. Ach, das wandeln wir direkt hier zu Universalgel um. Und dann ist gut.
Squad hat ein Update bekommen. Ein Punkt, ey. Jetzt gegen Ende geizt das Spiel aber schon ganz schön mit Updates, ne? Ich hau's ins Spectre-Training, glaube ich. Das lohnt sich, glaube ich, am meisten. Weil das erhöht so ein paar Kräfte. Erste Hilfe lohnt sich gar nicht. Dechiffrierung lohnt sich auch nicht. Sturmgewehr, Präzisionsgewehr lohnt sich auch nicht. Ach, ich hau's ins Spectre-Training. Flops! So, habt ihr noch was gemacht? Nö. Ach doch, du hast eine erweiterte Überlast bekommen. Na, das ist doch schön, Gauss. Dafür trainiere ich dich doch, damit du irgendeine Scheiße bekommst, die kein Mensch will. Wo geht's eigentlich hier lang? Was ist denn das für eine Tür? Eine komische Tür. Wo sind wir denn hier? Untere Märkte. Ach, hier sind wir Koras Nest wieder. Ah, guck einer, schau. Aber ich laufe jetzt nicht zurück. Gauss, geh aus dem Weg, damit ich dieses City Rapid Transfer benutzen kann. So, Zitadell-Sicherheit hätte ich gerne. Ist komisch, ne? An sich, das ist relativ unrealistisch. Ich meine, da steht einfach mal so mitten im Gang von lauter Wänden umzingelt so ein Terminal. Klickst da drauf und bist automatisch irgendwo anders. Schon schwachsinnig. Hätten sie es mit irgendwie Fahrzeug oder sowas. Das hätte man bestimmt machen können, wenn man es ein bisschen die Citadel angepasst hätte. Sodass da tatsächlich so ein Transitsystem durchführt oder sowas. Dann wäre die Citadel würde dann auch theoretisch größer gewirkt. Hätte größer gewirkt. Ach, scheiß drauf, hier ist, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. So, hier hast du deine Mods, Junge. Jetzt will ich Geld kriegen. Los, haus damit. Was zum Teufel ist da unten passiert, Commander? Ja, mei, der Typ hat nicht gewollt. Jax musste sterben. Hier, ihre Lieferung. Sie setzen mich unter Druck, Commander. Du wolltest, dass ich für dich arbeite. Raus, wenn sie fertig sind. Was? Wieso habe ich jetzt abtrünnig bekommen, Alter? Wie? Oh, fickt euch. Hier gleich wieder der Balken riesig angewachsen, Alter. Ist doch nicht wahr. Wieso kriege ich jetzt abtrünnig? Nur ich habe doch... Alter. Moment. Oder soll ich den Typen vielleicht gar nicht verhaften? Habe ich jetzt die falsche Entscheidung getroffen? Egal. Es ist mir mittlerweile scheißegal. Es ist doch nur noch eine Nebenmission. Alter. Einfach mal so abtrünnig plus 9. Ne? Oh, einfach mal so. Da denkt man, man tut was Gutes. Und die so danken es einen, weißt du? So danken sie es einen. Also das geht doch gar nicht. So geht das überhaupt nicht. So, aber die Mission ist abgeschlossen, oder? Ja, okay. Dann gehe ich jetzt zurück in den Flux. Und werde mit dem Inspektor Anderson... Mit dem Inspektor Anderson? Und was läufst du gegen mich? Mit dem Herrn Anderson mal ein Wörtchen reden. Aber Moment. Nee, eins will ich noch schnell gucken. Ich will jetzt noch mal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich... Entweder ich habe mich getäuscht oder... Bezirkszugang. Und zwar möchte ich meinen, dass dieses Signal von dem Typen, der hier alles abzweigt, ja irgendwo sein muss. Und ich weiß noch einen anderen Punkt, den ich in diesem Video auf YouTube oder so gesehen hatte, wo es sein könnte. Gucken wir mal. Vielleicht finden wir es ja doch noch. So, hier sind wir jetzt. Hier. Oh Gott, hier war ich auch schon eine ganze Weile nicht mehr, ne? Zu den Bezirken. Das ist doch hier ein Bezirkszugang, oder? Das könnte doch auch sein. Alles ein Fahrstuhl hier, ne? Der hilft uns jetzt weniger. Ja, das ist ein Fahrstuhl. Da will ich jetzt nicht lang gehen. Gut, dann machen wir woanders weiter. Weil das lohnt sich jetzt auch nicht mehr, muss ich jetzt mal... Ich muss mich mal wieder rechtfertigen. Ich habe ja noch 6 Minuten in diesem Part und das lohnt sich nicht, da nochmal irgendwo anders hinzugehen. Alter! Das regt mich auf, wenn das Spiel irgendwas anvisiert und man will einfach nur die Sprinttaste drücken. Aber so ein bisschen ruckelt das Spiel auch gerade ein bisschen, ne? Ah, guck mal, der Typ Hanar hier. Der Hanar, mit dem wir auch schon mal gelabert haben. Na, predigst du immer noch? Du bist ein komischer Typ, weißt du das? So, und ich muss jetzt mal gucken. Irgendwo muss ja... Ach, die Citadel, ey, sie ist einfach schön, wenn ich das mal so anguckt. Ach, ist herrlich. Es ist schon herrlich, du. Herrlich ist das. Oh, ein Keeper. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Kann ich den nicht mehr scannen? Bitte stören Sie die Keeper nicht. Na, okay, die Mission Keeper scannen ist wohl für den Arsch. Wo geht's denn hier lang? Ach, Citadel-Turm. Ne, da wollte ich jetzt nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Das hatte ich nicht vor. Also das hier ist das Modell. Oh, das ist ein Modell der Citadel. Ne, im Moment, das ist keine Citadel. Das sind diese Warp-Türme. Oder wie auch immer die Viecher heißen. Verwirrung. Irgendwo hier in der Nähe gab es auch noch Shops, so Banken und sowas. Und hier soll auch noch irgendwo in der Nähe so ein Punkt gewesen sein von der Signalortung. Aber da kann ich mich jetzt auch getäuscht haben. Aber Jake hätte das ganz sicher nicht gewollt. Ja, ja, redet, was ihr auch mal hier drin wollt. Was labern die hier? Du gefährdest damit dein Baby. Das Baby ist alles, was mir von Jake geblieben ist. Was schlabbern die? Es ist mir egal, was du darüber denkst, Michael. Das ist meine Entscheidung. Super. Ich weiß, wie traurig du bist, Rebecca.
Aber du musst jetzt an das Baby denken. Alter, was labern die? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Vielleicht können Sie ihr ja etwas Vernunft beibringen. Ich weiß ganz genau, was ich tue, Michael. Ich werde mich keiner Behandlung unterziehen. Meine Schwägerin hier ist schwanger und sie weigert sich, eine Gentherapie für das Baby in der Gebärmutter zu machen. Wie eine Gentherapie? Ich bin sicher, dass es dafür gute Gründe gibt. Ich würde auch gern die andere Seite der Geschichte hören. Mein Mann, Jacob, ist vor einigen Monaten an einer seltenen Herzkrankheit gestorben. Es ist möglich, dass das Baby an der gleichen Krankheit leidet, aber durch eine Standard-Gentherapie könnte es geheilt werden. Aber die Heilungschancen stehen schlecht, Michael. Und in den Extranet-Berichten steht, dass das Baby dabei Schaden nehmen könnte. Es ist weniger gefährlich als die genetischen Verbesserungen, die alle Allianz-Soldaten erhalten. What the fuck? Es ist Rebeccas Kind, Michael. Ich denke, Sie sollten Ihre Entscheidung respektieren. Was ist Joso? Aber sie trifft keine vernünftige Entscheidung. Sie reagiert nur blind, aus Trauer. Alter, ich habe hier eine blaue Fähigkeit. Ich weiß, dass Sie nur das Beste für das Kind Ihres Bruders wollen. Aber das ist nicht Ihre Entscheidung. Natürlich ist sie das. Ich werde dem Kind eine Art Ersatzvater sein. Brutal. Dann unterstützen Sie die Mutter des Kindes, wenn sie solch schwierige Entscheidungen treffen muss. Das Baby ist alles, was mir von meinem Bruder geblieben ist. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass es dem Kind gut geht. Oh, lass sie drücken. Es ist auch alles, was mir geblieben ist, Michael. Ich will doch nur, dass es Jacobs Kind gut geht. Das schulde ich ihm einfach. Es wird ihm gut gehen. Versprochen. Danke, dass Sie mit uns darüber gesprochen haben. Ich weiß das zu würdigen. Das ist wie voll mit dem Drogensüchtigen im letzten Part oder vorletzten Part, ne? Einfach nur mal so instant mit dem Typen geredet und alle Probleme der Welt sind gelöst. Und wir haben nochmal vorbildlich bekommen. Oh yeah, jetzt ist der Balken aber richtig fett voll, ey. Voll vorbildlich, ey. So, das zu sein. So, und hier haben wir noch ein paar Updates, aber das interessiert eh keinen. Hier irgendwo sollte auch nochmal so ein Signal sein. Ich will das jetzt einfach nochmal gucken. Hier nicht. Hier vielleicht. Joa, das ist aber ganz schick hier, ne? So, schick hier. Schon schick hier. Hm. Also ich glaube, hier hinten ist dann das Ziel, aber das wissen wir, glaube ich, nicht, dass hier hinten das Ziel ist. Da, hinten. Hier, das ist nämlich der Computer, der das Signal umleitet. Aber wir wissen nicht, dass das Signalgeber ein Computervieh ist. Und das ist scheiße. Naja, egal. Lassen wir es sein. Geben wir uns jetzt in den nächsten 2 Minuten nochmal... Hey, ist nochmal so ein Hanar-Typ. Ach nee, das ist ein Ladenbesitzer. Ich dachte, das sei auch nochmal so ein Prediger. Ich will jetzt hier nichts weiter kaufen. Ich hab eine gute Ausrüstung und das reicht mir. Vorne ist noch ein wichtiger Punkt. Das ist ja so eine KI, genau. Da weiß ich echt nicht, wo dieses Signal sein soll, wo das herkommen soll. Ist egal, scheiß drauf. So, du kannst mich doch sicher auch TP'en, oder? Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 3. Das sieht nicht so hier aus. Im Finanzdistrikt gibt es verschiedenste Geschäfte und Dienstleister für exklusive Kundschaft. Exklusiv. Diese Statue vor Ihnen ist den kroganischen Soldaten gewidmet, die den Zitadellsektor während der Rachni-Kriege mit ihrem Leben verteidigt haben. Daumen hoch für Rachni-Kriege. Nach den kroganischen Rebellen Kroganer natürlich, ne? Zahlreiche Botschaften die Entfernung der Statuen. Aber diese Anträge wurden allesamt vom Rat abgelehnt. Faszinierend. Da wird sich Rex drüber freuen. Ausloggen. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen... Oh, ich musste mir echt Mass Effect 3 und Kinect zulegen und dann einfach mal nur so ein Video machen. Kein Let's Play, sondern einfach mal nur ein Video, wie ich diese Kinect-Steuerung so in ein Let's Play sinnvoll einbringen würde. Das wäre, glaube ich, in Gesprächen übelst geil. Oder auch mal, ich muss mir echt mal von meinem Kollegen Tom hier, Mr. TomTom159, muss ich mir mal Kinect ausleihen. Am besten ist, ihr geht einfach mal alle auf seinen Kanal und spammt ihm die Kanalkommentare zu, dass er mir mal Kinect ausleihen soll. Und soll das noch nie gemacht haben, noch habe ich die 6 Euro nicht von ihm wieder, also spammt ihm auch in die Kommentare zu, dass er mir noch 6 Euro schuldet. Könntet ihr machen, wäre ich echt dankbar für. So, Flux hätte ich gerne. Das könntet ihr echt mal machen, da werdet ihr richtig, richtig gute Zuschauer. Geht ihm mal so richtig auf den Sack. Er hat's verdient. Und wenn er noch nicht kennt und ihm natürlich eure Videos gefallen, könnt ihr den auch ruhig mal abonnieren. Oder jedenfalls mal ein paar Videos anschauen. Ne? Abonnieren ist ja immer freiwillig, aber Videos reingucken könnt ihr ruhig mal machen, das kostet euch ja nichts. Was ist jetzt los? Ah, jetzt kommen hier auch noch Action, ey. Geht hier auch noch voll die Action ab. Was geht ab? Du wurdest rausgeschmissen, glaube ich. Ich glaube schon, der wurde rausgeschmissen. Zu viel soffen. Ja, was gibt's? Alter, hier geht's ab. Wurden Sie rausgeworfen?
Doran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Ich kenne Doran. Wenn er sagt, dass sie betrügen, dann betrügen sie. Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Sicher, sicher. Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Aha, warum haben Sie es gemacht? Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ach ich Gott, muss nur ich noch Bus geworden. Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Super, ich habe bisher nur gewonnen. Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Ja. Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen. Ich muss noch einige Berechnungen machen. Auf Wiedersehen. Komischer Typ. Komischer. Alter, jetzt habe ich trotzdem eine Alter. Ich kriege hier einfach nur ständig Nebenmissionen aufgewühlt, ey. Das geht gar nicht. Alter. Gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin euer 301 und tschüss.